Gut, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runeterdor 2 mit der Tier-Challenge. Alter. Es ist halt so übertrieben hier. Ah, das tut ja richtig weh. So. Also hier sind fast zwei Fullstack-Armeen. Aber die dürfte ich eigentlich geschlagen bekommen. Das kostet halt auch sehr viel Geld. Ich will echt mal die anfangen zu skillen. Also die Spione, dass sie endlich die Leute töten. ja. Okay, du bist eigentlich schon fast bereit, nicht? Bewegt euch, ihr Halunken! Zu euren Diensten. Ihr könntet. Ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann ist Sadamis jetzt wieder unter seiner eigenen Herrschaft. Ich schau mal, ob hier jemand ist. Nee, gut. Dann kann ich die nämlich Richtung hier schicken und die dann zusammen mit Quitri in die Mangel nehmen. Okay, 400 habe ich noch. Dann fange ich hier mal wirklich an zu skillen. Also zu leveln. Beziehungsweise ich, ja, für 400 schicke ich die einfach in den Halbtod. Gut. Das hat nicht geklappt. So, du Provinz, öffentliche Ordnung, beide. Oder Moral für alle ungepanzerten Infanterieeinheiten. Das bringt mir ja reichlich wenig. Söldner kosten weniger, Unterhaltung für Söldner weniger. Erfahrung für die für neue Generäle und neue Rekruten, schwere Einheiten, die keine Leibwache sind. Nahkampfabwehr für alle Einheiten in Begleitarmee. Bewegungsreichweite weniger. Nee, das ist. Nee. Alle Attribute für General von. Das ist ganz gut. Dann machen wir das hier. Deshalb brauchen die Spione. Ist relativ jung noch. Ne, 53 ist nicht mehr ganz so jung. Gut, schauen wir mal. Ein Bergmann ist in einen Hügel unweit einer eurer Minen auf eine reiche Erzader gestoßen. Minen erweitern. Ja, komm. Machen wir mal das. Na, aber trotzdem noch nicht heiraten. Na schön, wie alt ist sie? 49. Ja, nee, aber ja, weiß nicht. Nochmal heiraten? Wie wär's? Aber kann ich nicht. 31 und 70 und 74. Ah, naja, okay. Gut, das Heiraten kommt dann in der nächsten Runde. Okay, du hast was bekommen, das ist sehr schön. Wie wäre es mit Bewegungsreichweite? Nahkampfabwehr. Steht zusammen, Gravitas. Rhythmus. Rüstung für alle, Verstärkungsrate, Geheimaktion, ja, läuft. Der ist schon 58. Was gibt's denn? 20 Chancen auf Verwundung von. Oh, das ist geil. Das ist gut.
Aber der hat schon genug Geheimaktionen eigentlich. Okay, so. Dich machen wir dann später und das war's jetzt auch schon. Mit Handel brauchen wir eigentlich momentan nicht zu schauen, weil wir erstmal schauen müssen, dass wir neue Rohstoffe bekommen. Ach, jetzt fängt er an zu plündern, der... Oh, und, oh. Jetzt kommt der ja auch noch. Der levelt jetzt schon ab, ne? Uiuiui. Okay, der geht zurück. Aber ist eigentlich noch nicht ganz aus der aus dem Schussfeld. Alter, jetzt reicht's mal. Was denn da los? Ups. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was er gemacht hat. Reichtum 10% aus allen Quellen, das ist gut. Würdenträger hat seine eigenen Traditionen in eurer Siedlung verbreitet, wodurch es kulturelle Differenzen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt in Ordnung. Okay, was hat er denn da? Sehr viel Kavallerie, sehr viel Kavallerie. Oioioi. Du bist hier, aber das wirst du. Ja, nicht zur Runde ist das ja wahrscheinlich wieder voll. Aber mit denen denke ich eigentlich, könnte ich das schaffen. Okay, der ist weg. Dann kann ich hier hin. Ah nee, nicht nochmal Meter. 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 Okay, Hauptsache, die bekommt XP. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Naja, beziehungsweise das ist richtig blöd. Ich bräuchte auch eine Spionin hier oben. Aber das habe ich ja momentan nicht. Hier. Automatisch machen wir mal. Nee, nicht aggressiv. Ich habe. Bei denen sind ja normale dabei. Gut. Das ist gut. Okay. Wobei, nee, machen wir Wohlstand hier. Gut, also die müssen auf jeden Fall jetzt angreifen, um zu überleben. Das finde ich übrigens schade, dass die KI dann sehr dumm reagiert. Also wenn die nur eine Armee oder nur noch ein paar Armeen übrig haben, dann gehen sie mit so einer Armee gegen eine volle und holen sich nichts anderes. Also eine unbewachte Stadt zum Beispiel oder eben ein Dorf. Das wäre viel klüger. Soll ich die hier angreifen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Aha, da kann ich auch Geld bekommen. Ja, wobei, ich mache hier mal Panem. Hier ist Panem. Weil sonst gibt es hier böses Blut. So, aber schon mal die zweite Provinz. Ist natürlich nichts Besonderes. Okay, er sagt sogar, ich habe keine Chance. Okay, der hat Rüstung Nummer 2. Mal schauen, ob ich hier keine Chance habe. Kommt drauf an, wie klug er sich mit den Fernkämpfern anstellt. Beziehungsweise er hat ja eigentlich nur Fernkämpfer. Das habe ich nicht gesehen. Okay, da.
Ich mach das hier. Warte. Ich mach das anders. Ich mach die hier so. Dann so. Und dann so. Mache ich mal so, weil an sich normalerweise stelle ich mich ja immer hier auf. Aber ich habe nicht genug Einheiten, um diese Zangen zu unterbrechen. Und hier will ich jetzt, dass er seine, also wie immer eigentlich, dass er gegen die Fernkampf, also seine Munition aufbraucht und meine Piken dann safe sind. Eure Befehle, mein Herr! Wir erwarten eure Befehle! Schnell. Unser General wird angegriffen! Schnell! Dein Schleuderer! Wir erwarten eure Befehle! Jetzt kommt der Mob vor. Okay, gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, Hauptsache, so viele Fernkämpfer wie möglich sind weg. Okay, jetzt gehe ich mal weg. Komm. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Jetzt stellt euch mal gescheit hin. Oh ja, das wird nicht reichen. Oder vielleicht schon, weil der jetzt die Fernkämpfer von mir fokussiert. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen das war's. Vor der Schlacht. Wieso konnte das ist ein schändlicher Anblick. Konnte er so. Also, wieso konnten meine nicht auf ihn schießen? Weil an sich sind Steinschleuderer. Also Steinschleuderer können viel weiter schießen als Bogenschützen. Aber wieso konnte er nicht schießen? Ah, das ist jetzt... Das war so ein Loose, was zuerst gut aussah, dann schlecht, dann wieder gut. Und dann wegen so einem Blödsinn wurde es dann wieder schlecht.
Ach, jetzt. Oh Gott. Ach, jetzt geht er darum. Gut, ich will mal versuchen, mit Paar Frieden zu schließen. Ja, jetzt macht er natürlich wieder so einen Schmarrn, ne? Ja, aber jetzt ist er weg. 1140. Okay, minus 1400. Umsturz, gegnerischer Streiter hat Soldaten, die ihn bewacht haben. Die Garnison. Natürlicher Tod, Politiker, Erlass annulliert. Spionen. Ah, hier die Sperrkämpfer, okay. Ach ja, cool, jetzt sind da zwei. Ja, dann gehe ich halt wieder hier hin. Irgendwie kommen wir hier nicht wirklich vorwärts. Was sehr blöd ist. Und das da ist auch mega blöd, dass die Königin jetzt da ist. Und wenn ich jetzt das da einnehme, damit sie das nicht einnimmt, nehmen die das da ein. Warte, wenn ich mit der... Ich könnte... warte mal. Ich könnte das da einnehmen, damit der könnte ich nach Hetra gehen. Ah, wir sind wieder on point. Sehr schön. Kann ich mir natürlich nicht leisten. Genau. Also hier plündern natürlich alle. Das ist ein Riesenproblem. Das da ist ein großes Problem. Bis zur Runde zwei Runden. Wieso zwei Runden? Das da ist ein Problem. Beziehungsweise die könnte ich besiegen, aber dann könnte ich hier nicht hin. Okay, also eins nach dem anderen. Erstmal der Osten. Erstmal der Osten. Der Osten, ne? Ich könnte mit denen... Ja, nee, mit denen könnte ich das dann nicht einnehmen, bevor sie das einnimmt. Okay, ich glaube... Das mache ich momentan. Macht das am meisten Sinn? Ja, anders hätte ich das quasi ändern können. Ich hätte das. Also, ich hätte mindestens den vertreiben können. Dann hätte ich ja wieder ein bisschen Geld bekommen. Das war eine Falle. Aber ganz ehrlich, ich will es eigentlich probieren. Also wenn ich den erwarte, galatische Legionäre, dann freie Heerbanner, ein paar Fernkämpfer, aber nicht genug, um meine Elefanten platt zu machen. Aber die galatische Legionäre sind schon nicht zu unterschätzen. Also hier kommen sehr viele Fernkämpfer, aber das meine Streitwagen. Komm, das probieren wir. Also wenn wir es schaffen, haben wir hier erstmal
Ruhe. Aber dann brauchen die ein bisschen, um sich wieder zu erholen. Ich glaube, ich könnte es schaffen, aber... Ich würde jetzt gerne eigentlich nochmal die Karte sehen. Das Problem ist, wenn ich es schaffe, dann wird er wahrscheinlich ziemlich viel von mir mitnehmen. Das heißt, ich brauche wieder ein paar Runden, um mich zu, also auszuruhen. So, und die eine Stadt von mir wird ja auch von Galatien belagert. Und da ist die 501. natürlich die nächste, die dran ist. Und wenn ich das jetzt... Wenn ich das nicht schaffe hier, würde ich sowieso laden. Also wieder laden. Weil, also wenn ich das hier nicht schaffe, dann habe ich verloren. Dann werde ich wahrscheinlich noch einige Runden aushalten, aber groß was reißen werde ich es nicht können. Ist eigentlich zu riskant, aber es ist auch sehr verlockend mit 1500 mit 1556 gegen 5560. Ist halt dreimal so viel wie ich habe, ne? Also fast. Okay, ich will's ausprobieren. Einfach Neugier. Ob ich es schaffen könnte. Also, wenn ich die erste, wenn ich die... Also ich muss sehr aggressiv rangehen, damit ich die erste Armee... Damit ich die erste Armee schlage, bevor die Verstärkung kommt. Aber ich glaube, die Verstärkung wird von hier kommen. Also kann ich die nicht besiegen. Also kann ich sie nicht besiegen, bevor ich sie besiege. Okay. Das wird sehr interessant, sehr spannend auf jeden Fall. Okay, aber mit dem General, der ist geil. Einheit, neue Aufschwunggruppe motivieren, Kampfrhythmus, sehr nice. Okay. Ich werde die schwere Kavallerie von oben, also hier nach unten schicken. Dann haben sie bessere Werte und die Kavallerie komplett auf der linken Flanke. Nein. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, das war klar, dass er von hier kommt. Wir verlieren Boden. Ich muss halt schauen. Ich muss halt schauen, dass er nicht schafft, mich einzugreifen, was natürlich für ihn sehr leicht wäre. Er greift sogar schon an. Okay, also ich will mal kurz schauen, was er hat. Also hier keltische Adelsreiter, die sind heftig. Schon mal gut.
Hier sind die Legionäre und hier genau an der Seite sind die freien Heerbanner und Speere. Leichte Kavallerie ist hier. Okay, ich brauche auf jeden Fall, also leichte Kavallerie werde ich hier behalten. Und die Meda-Kavallerie werde ich hier hin tun. Und wie gesagt, mit denen werde ich auch versuchen, hier zu übernehmen. Oh, oh. Ich mache das ja alles jetzt in der Pause. Das geht natürlich nicht. So. Mal schauen, wie lange die Pikiniere von mir aushalten. Hier sind auch viele Plänkler. Andersrum. Oder nein, 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 nein. Nee. Boah, das ist halt schon eine krasse Übermacht hier. Ich bin super gespannt, ob ich das, ob es überhaupt möglich ist. Das zu schaffen. Bitte einfach durchfahren. So, du machst mal Kampfrhythmus an für die. Sehr gut. Ihr fahrt hier durch. Unser General wird angegriffen. Okay, okay, okay. Okay, gut, gut, gut. Hier rein. Hier rein. Ihr kümmert euch mal hier um. Du bitte. Die Männer wanken. Welche Männer? Ah, hier. Das ist nicht gut. Darum. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Die brechen durch. Das ist nicht gut. Okay, das ist gut. Die Streitwagen räumen hier sehr schön auf. Okay. So, die räume ich hier auf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Wieso? Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das passiert. Okay, bitte.
Zusammenhalt. Irgendeiner Modus an. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Okay, das ist gut. Hier kümmert euch mal um den General. Du gehst mal da weg. Du kümmerst dich mal hier rum. Ihr geht mal hier weg. Du gehst mal hier weg. Du komm, greif an. Hier. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Hier kümmert euch auch darum. Also an sich sieht es gar nicht so schlecht aus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein Schatz. Das war jetzt schlecht, da habe ich nicht aufgepasst. Okay, aber ich habe es geschafft. Puh, aber es war sehr close. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Es war sehr close. Aber ich glaube, dass ich auch... Eigentlich habe ich gewonnen wegen den Streitwagen. Die haben, glaube ich, wirklich am meisten gemacht. Und natürlich die Elefanten, die haben die ganze Front gehalten. Puh! Aber zeitweise, also als die durch die Piken durchgebrochen sind, habe ich zeitweise auch geschluckt. Aber ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, wie viele von den Pikinieren überlebt haben, weil das sind ja meine einzigen meine einzigen Infanterieeinheiten, die ich noch habe. Das ist ja alles noch von am Anfang. Aber Elefanten haben sehr gut durchgehalten. Die haben fast auch nichts verloren. Ja, komm. Teurer Sieg. Ja, naja. Alter, 600, 700, 500. Fast 600, 500, 280. Die waren nicht ganz so erfolgreich, aber okay. Verlust 900 von 1500, also 600. Scheiße, ja. Schade. Das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Okay, also wir haben von 1560 ungefähr, wir 950 verloren. Und wir haben 4600 getötet. Er hatte 5560. Was? Alter. Also, weswegen ich gerade so schockiert bin. Er hat 5109 verloren. Aber ich habe nur 4600 getötet. Das heißt, er hat knapp über 500 selbst getötet. Ah ne, gefangen genommen. Also okay, alles klar. Ich dachte gerade, wie hat der denn so viel Friendly Fire gemacht? Aber hier, Alter, es sind nur 4 Einheiten haben überlebt. 2000.
Erwarte weitere Befehle. Eine Runde. Drei Runden. Ich gehe mal Richtung hier. Ah, hier. Okay. Hier kann ich schon wieder rekrutieren. Gut, aber das machen wir das nächste Mal. So, ja, wow. Krasse Schlacht. Krasse Schlacht. Gut. Dann würde ich sagen. Ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich das hier auseinanderschnippel. Aber, also, weil wir schon bei 36 Minuten sind. Aber das mache ich jetzt nicht. Ist halt dann eine lange Folge wieder. Gut, also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.